Ja, okay, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt, weil die sieht schon ein bisschen so aus wie so ein Tanga-Weste, aber... Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es an meiner Seite, ein paar neue Pakete und jeder weiß, das bedeutet, ein neues Pack-Opening steht an. Ich war wieder mal im Shopping-Rausch und habe mir ein paar Sachen gekauft. All diese Artikel, die ich euch hier vorstellen werde, werden diesmal in der Infobox wie immer verlinkt sein. Und zusammen packen wir jetzt die ersten Sachen aus und wir fangen direkt an mit einem Paketchen von ASOS. ASOS, meiner Meinung nach einer der besten, vom Preis her und von der Qualität der besten Online-Shops. Kommt in so einer Tüte, packen wir mal aus. Fangen wir an direkt mit einer Cap. So, ganz einfache Basic Cap, LA, New Era Cap, kann ich mal ganz gut aufsetzen. Ganz einfach schlicht, hat gekostet, steht jetzt hier nicht drauf, aber ich glaube 20 Euro müsste die gekostet haben. Weiter geht's mit dem nächsten Teil. Ein Oberteil, ja, so ein Polo-Sweatshirt nenne ich das mal. Seht ihr das, dieses so ein Velour-Stoff ist das, siehst du das in der Cam? Finde ich richtig krass, richtig schwarz ist das. Ich habe es mir so vorgestellt, wenn ich mal so draußen bin. Jetzt im Herbst kann man es richtig gut kombinieren mit so einer Jeans. Schön die Knöpfe zu, so einen leichten, wie soll ich das sagen, so einen mexikanischen Look. Keine Ahnung, so Carnalete oder Carnalato. Carnale. Carnale Look. So, wisst ihr, was ich meine mit so einer Cap? Schön zugeknöpft, sieht richtig krass aus. Du hast meinen Karnal fertig gemacht, jetzt bist du dran, Punto. So, ASOS 20 Euro und ich glaube auch 29 Euro hat das gekostet. Die Preise und die ganzen Artikel findet ihr, wie schon gesagt, unten in der Infobox. Machen wir auch direkt weiter, ich lasse das mal direkt auf den Tisch. Machen wir mal hier mit dem Paket weiter. Das ist von Ruff. Ruff habe ich auf Instagram gefunden. Ist ein Online-Shop, hat T-Shirts. Das Paket kam relativ schnell an. So, mal gucken, was wir hier haben. Hier ist auf jeden Fall so ein Mitbringsel, glaube ich, so ein Armband. Schön verpackt, muss ich mal auf jeden Fall sagen. Erstmal, dass man die Seite bestellt. Rough. Sieht nice aus, oder? Schön, sauberer Karton. Thank you, John Lillard. Auch extra nochmal schön nice. Und das ist hier kein Product Placement oder so, ja? Nicht, dass ihr das denkt. Ist auf jeden Fall schön und sauber verpackt, darauf lege ich gerne Wert. Was habe ich mir hier bestellt? Ich habe mir zwei T-Shirts bestellt. Die fallen oversized aus. Ich habe mir die Größe XL bestellt und die fallen halt perfekt aus dann, ne? Ja, von der Qualität her scheint in Ordnung zu sein. Was ich auf jeden Fall feier, ist dieses Patch oder dieses Etikett oder dieser Tag hier auf der Rückseite. Broken Dreams Club steht noch hinten drauf. Qualität scheint ganz in Ordnung zu sein. Vom Preis her, sage ich euch mal jetzt, beide Shirts, 74,79 ist für eine No-Name-Marke, sage ich mal, ganz viel. Aber dafür, dass man hier so ein Shirt bekommt, das nicht jeder da draußen trägt, scheint das ganz okay zu sein. Hier noch das nächste Shirt. Gleicher Schnitt, gleiche Größe. Und hinten, das ist so deren Markenzeichen, glaube ich, so ein Rough Patch hinten. Ja, feier ich krass. Sieht ganz gut aus. Was ich auch noch hier jetzt sehe, ist, die haben hier hinten noch so eine Naht. Ja, Rough, auf jeden Fall Qualität gut, schön verpackt. Kommt relativ schnell an, ein, zwei Tage, Werkstage hat es gedauert. Und das fand ich auf jeden Fall sehr nice. Zeigt auf jeden Fall, dass die Leute sich mit ihren Kunden in Verbindung setzen wollen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommen wir zu Farfetch. Jetzt zu etwas teureren und Markenklamotten, sage ich mal. Farfetch ist eine Seite für High-Fashion-Marken, hat aber auch relativ günstige Sachen manchmal dabei. Machen wir mal das Ganze hier auf. Scheiße, was ist das? Hast du dein Messer dabei? Junge, da wirft einmal dein Messer dabei an. Butterfly für Arme. Scheiße, was ist das? So, machen wir mal das jetzt hier auf. So. Mann, die haben das so verpackt, als wenn es nach Afrika geschickt würde. Aber ich glaube, die kommen auch aus England. 2000 Jahre später. So, wir haben es. Applaus erstmal dafür. So, Farfetch. Viel muss ich zu der Online-Seite nicht sagen. Und auf die Caps warte ich schon eine Weile. Das sind zwei Discord Caps. Hier nochmal dafür, dass die legit sind und original sind. Ja, ich denke mal, es sieht gut aus. Und hier nochmal eine olivgrüne, khakifarbene D-Squad Cap. Auf jeden Fall kosten D-Squad Caps in dem Dreh so ab 100 Euro bis 100, 150, 200 Euro. Wie gesagt, ist viel für eine Cap, sage ich ehrlich, aber die haben einfach eine krasse Qualität. Ich habe auch Caps von ASOS für 10 Euro, wie vorhin diese erste Cap zum Beispiel. Aber diese Caps sind von der Qualität her und von der Individualität auf jeden Fall sehr krass. Hier noch mit dem Distress Look. Hier steht noch Fuck It, D-Squad steht drauf. Ich setze auch mal auf. Wie sieht sie aus? Nice.
So. Ja. Die Squared Caps kann ich jedem da draußen empfehlen, der qualitative, gute Caps will, wie gesagt, beim Preis, naja. So, weiter geht's. Adidas Karton. Und nein, Leute, nein. Stopp. Hier sind nicht die Yeezys drin. Ich weiß, viele haben bestimmt damit gerechnet, dass ich mir die Yeezys kaufe, die schwarzen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 3 schwarze Yeezys. Deswegen hat es für mich keinen Sinn gemacht, die Yeezys zu kaufen. Aber ich habe mir was anderes gekauft diesmal. Von Adidas. So, Adidas Karton. Riesiger Karton. Und jetzt guckt mal, was hier rauskommt. Die wollen mich doch verarschen. Wieder Papier, Papier, Papier. Braucht kein Schwein. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Denn das, was ich jetzt hier bestellt habe, war ein bisschen mutig. War ehrlich mutig. Ich habe auch 2-3 Mal überlegt. Und irgendwann guckt mich gerade so schön komisch an, Alter. Aber ich musste sie mir bestellen. Es ist so eine Weste. Jetzt passt mal auf. Riesiger Karton und was kommt raus? So eine Weste. Weste heißt Adidas NMD Weste oder so, ja. Keine Ahnung, frag mich nicht warum. Adidas NMD Weste, ja. Black Noir. Warum bestellt man sich sowas, fragt ihr euch jetzt. Und der hat zapp gekostet, wie viel? Warum steht nur so der Preis, Alter, drauf? Ganz wichtig, erinnere mich. Keine Ahnung. 130 Euro, glaube ich. Bin ich mir fast sicher. Ich frage mich, warum die ganzen Sachen immer ohne Preise kommen. Ja. Props gehen raus an Ruff, die hatten die Preise drin. So, warum bestellt man sich so eine Weste? Nee, ich habe nicht vor, in den Krieg zu ziehen. Ich habe auch nicht vor, irgendwie in einen Kampf zu ziehen. Okay, jetzt sitzen sie die Scheiße. Aber ich poste mal demnächst ein Video oder ein Bild zu der Weste. Nochmal, die könnt ihr euch angucken. Es ist halt so eine Standard-Military-Weste, nenne ich die mal. Hinten noch so ein richtiges Adidas-Logo. Ich habe sie mir einfach aus dem Grund bestellt, weil der Sommer jetzt kommt. Im Sommer hat man ja keinen fetten Winterjacken an, wo man das Geld, Portemonnaie, Ausweis, Monatskarte, Schlüssel reinpacken kann. Und diese Weste ist relativ funktionsfähig dafür, sehr funktionell, hat überall Taschen. Kann ich mit Yeezys rocken, schönen Jogginganzug, eine Cap auf, zack, fertig. Sommer, chilliges Outfit. Klar gehe ich damit jetzt in die Disco und kriege keine Eulen damit, Mann. Aber wenn man mit den Jungs draußen ist, mal im Park chillt, Sonnenblumenkerne isst oder keine Ahnung, irgendwie picknicken geht, so eine Weste wollte ich schon immer mal haben. Ja, okay, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt, weil die sieht schon ein bisschen so aus wie so eine Tanga-Weste, aber... keine Ahnung. Hey. Ja, Leute, keine Ahnung. Du bist gerade extrem enttäuscht von der Weste, Digga. Ja, Weste, jetzt ist Ruhe hier, sehr still. Fuck. Wie sieht die denn aus, Mann? Die sahen anders aus. Was das? Nochmals die Weste hier. Ich werde dazu ein Bild posten irgendwann mal auf Instagram. Ja. Ja, Weste. Das war's, Leute, mit meinem Einkauf. Enttäuscht bin ich ein bisschen von der Weste, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich mir da denke. auf jeden Fall positiv überrascht, wie gesagt, von Ruff, deren Klamotten. ASOS, wie gesagt, kann man niemals was falsch machen. Qualität ist jetzt nicht unbedingt die beste Qualität, aber vom Preis her definitiv geil. Was hat ich noch bestellt? Die T-Shirts von Ruff und die Caps von D-Squared, definitiv krass. Ja, war ein bisschen teurer Einkauf diesmal, ein paar teure Artikel dabei, aber im Großen und Ganzen, außer jetzt die Weste, bin ich positiv überrascht von den ganzen Sachen, die also schon angekommen sind. Das war's von diesem Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu den bestimmten Artikeln habt, stellt sie mir direkt, am besten per Insta-Direct oder Snapchat. Insta-Direct ist immer besser, da gucke ich öfter rein, weil Snapchat ist zu voll in letzter Zeit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Schreibt in die Kommentare, welches von den ganzen Utensilien ihr am meisten gefeiert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.